Warum die Aktie der Commerzbank auf meine Watchlist kommt, das erkläre ich dir jetzt und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Am Freitag ging es für die Commerzbank-Aktie rund 2% nach unten, damit war sie noch nicht Tagesverlierer. Das war eigentlich die Aktie von Infineon mit über 4%, aber dennoch aus charttechnischer Sicht wird es dann durchaus interessant werden können. Das schauen wir uns aber später an in der Charttechnik. Zunächst erstmal zu den anderen Faktoren. Zum einen haben wir den Gesamtmarkt, der unter Druck geraten ist, die Commerzbank-Aktie ja im DAX gelistet, somit auch da schon mal ein Faktor. Zum zweiten hatten wir am Donnerstag die EZB-Ratssitzung, auch da keine klaren Aussagen von Mario Draghi, wann es denn jetzt wirklich losgeht mit dem Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik und dass die Banken unter diesem Niedrigzinsumfeld leiden, das ist hinlänglich bekannt. Und dazu kommt, dass die Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal vor der Tür steht, am 2. August ist es soweit und der ein oder andere Anleger, der scheint ja mittlerweile schon so ein bisschen nervös zu werden in der Commerzbank-Aktie. Dazu kommt noch, dass die Analystin Giulia Aurora Miotto von der US-Investmentbank Morgan Stanley am Freitag eine Studie veröffentlicht hat, in der sie davon ausgeht, dass das Ertragsergebnis im Vergleich zum Vorquartal um rund 8% sinken wird. Sie hält die Aktie bei der Einstufung auf Equal Weight und somit bei einem Kursziel von 9,35 Euro weiter fest. Und das ist schon recht interessant, wenn man bedenkt, dass im ersten Quartal das Ergebnis bei 314 Millionen Euro lag und das war ein Plus von 11% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und nicht nur das, wie angekündigt, auch charttechnisch sind wir da jetzt an eine recht interessante Marke herangelaufen. Welche das ist, das seht ihr jetzt hier im Wochenchart. Zunächst erstmal sehen wir hier im Wochenchart, dass die Aktie jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr lang eine ordentliche Rallye hier nach oben abgeliefert hat. Wir waren hier im Tief im Juli 2016 bei rund 5,14 Euro in der Spitze, da lagen wir jetzt bei 11,30 Euro, also gut 100% Aufschlag nach oben. Aber wir sehen hier auch jetzt in der abgelaufenen Handelswoche, dass der Kurs mächtig unter Druck gekommen ist und damit in eine recht interessante Zone bereits eingetaucht ist. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und dazu scrollen wir hier so ein bisschen nach links im Chart. Und wir sehen, dass der Kurs mit dieser letzten Rallye hier die ehemalige Unterstützung im Bereich von 9,91 Euro bis 10,32 Euro jetzt wieder angelaufen hat, also kurz nach oben durchschlagen hat. Und im Vorfeld gab es ja hier in 2015 von dort aus schon mal Abgabedruck. Also durchaus das Risiko da, dass der Aktienkurs von hier aus weiter nach unten durchbricht. Sollte es weiter nach unten durchgehen, dann könnte eine erste stärkere Unterstützung hier stattfinden. In dem Fibonacci-Retracement zwischen 38er und 50er Retracement, denn hier sehen wir es linksseitig nochmal, da haben wir den ehemaligen Widerstand, der dann entsprechend zur Unterstützung werden kann, so wie wir es auch umgekehrt hier in dem Beispiel sehen, ehemalige Unterstützung wird zum Widerstand. Und da es an solchen Chartmarken auch gerade in den kleineren Zeiteinheiten dann im Vergleich zum Wochenchart recht zügig zugehen kann, also Bewegung reinkommen kann, deswegen machen wir jetzt einen großen Sprung und schauen jetzt noch in den Stundenchart. Hier sehen wir das Ganze nochmal im Stundenchart, also diese Situation des ehemaligen oder ehemaligen Unterstützung, die jetzt zum Widerstand werden kann auf dem Wochenchart, hier noch eingezeichnet mit der blau gestrichelten Linie, also der Bereich 9,91 bis 10,28 Euro. Und wir sehen es, der Abwärtstrend hier im Stundenchart noch vollends intakt, nur hier an dieser Marke, da läuft es jetzt momentan ein bisschen seitwärts, rutschen wir allerdings hier nach unten weiter durch in nächstmögliche Unterstützungszone hier bei 9,91 Euro und erst wenn der Kurs hier nach oben weiter ranläuft, über diesen Widerstand, über die Marke von 10,74 Euro, dann wäre der Abwärtstrend gebrochen, Widerstandsziel auf der Oberseite im Bereich von 10,95 Euro. Die besprochenen Chartziele können erreicht werden, müssen aber nicht erreicht werden. Das ist natürlich auch mal ein bisschen abhängig von den Launen und Interessen der jeweiligen Anleger. Zumindest weißt du aber jetzt, warum ich mir die Aktie auf die Watchlist gepackt habe, weil es eben an diesen neuralgischen Punkten immer wieder zu entsprechenden Bewegungen kommen kann. Soweit erstmal zu meinen Einschätzungen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir erstmal einen guten Start in die neue Woche. Viele erfolgreiche Trades. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.